So, Hallöchen und damit herzlich willkommen zurück hier zum Let's Play von L.A. Noir. Wir sind hier in der letzten Folge, wir sind ein bisschen zur Party gegangen hier beim guten Mr. Monroe. Und ja, Leland Monroe sind wir jetzt hier, sehen wir ihn gerade hier auf dem Boden liegen. Der hat schon ein bisschen viel getrunken, der Gute, deswegen liegt er hier. Und wir wurden eingeladen, uns mal ein bisschen umzusehen hier. Was haben wir hier denn zum Beispiel alles hier rumliegen? Ein paar hier, ein bisschen was zum Trinken hat der Gute hier, so. Und wir haben jetzt hier den Freibrief bekommen, uns ein bisschen umzusehen. Ja gut, hier wird wahrscheinlich nicht allzu viel sein. Das hier ist Sanitäranlage. Da ist wahrscheinlich nicht allzu viel. Ich würde mal sagen, wir fangen mal in dem Raum an, wo er ist. So, es ist unglaublich dunkel hier, oder? Sehe nur ich das so? Wahrscheinlich sehe nur ich das so. Okay. Hier liegt nichts. Okay, wir haben unseren Hut verloren. Geht er mal gar nicht. Also das bekommt er zurück, der Kollege. Wenn wir unseren Hut nicht mehr haben, also das ist da unverschämt. Oh, da liegt eine Zeitung. Eine Zeitung. Suburban Redevelopment. Wir schauen uns das Bild an vielleicht. Vielleicht liegt das so interessant. The Suburban Redevelopment Fund. Remind me what they say about absolute power, Monroe. Fuck you, Jack. Ah, call me an ambulance already. Nö. Ich würde sagen, ich nutze einfach meine Verhandlungsposition mal aus und wir schauen uns mal ganz kurz erstmal die Zeitung an. Suburban Wohnbauförderung Gesellschaft verspricht 10.000 neue Häuser. Ja, genau tut er das. Glaube ich euch sofort. Dr. Fontaine, I need to speak with you urgently. Sit down, please, sit down. Tell me about the Suburban Redevelopment Fund. It's the fund we are using to channel money into the development of new houses. Why is my name on the board of managers? Technically, you are a major contributor. Please, Courtney. Those houses are a sham, Doctor. They're going to be burned for the insurance. That's a scandalous allegation, Courtney. Do you have any proof? Jack Kelso, an investigator for California Fire and Life, has seen them. He was almost killed when he found out what was going on. I don't know what to say. I feel that I have been duped. Who do you think is behind this subterfuge? Jack says it's a property developer named Monroe. He said it goes all the way to the mayor. You cannot have believed that I was involved. I don't know what to believe anymore, Doctor. I hoped that you weren't involved. Thank you for your trust, dear boy. Be still, Courtney. All of your troubles are finally over. Let them go. Let them drift away. Okay, der arme Courtney, der tut mir gerade aber echt leid. Das Tolle ist, dass wir halt aus den Zeitungen raus quasi keine, keine Hinweise verwenden können. So. Was liegt da auf dem Tisch? Oh, ein Papier. Oh, das sind Namen. Morelli? Some sold up. The others obviously didn't know the links these sons of bitches would go to. Ja, so sieht mir's aus. Was liegt dir da noch auf dem Tisch? Wahrscheinlich nichts für uns interessant, oder? Schauen wir mal. Nee, von der Seite können wir nicht dran. Okay. Ja, Kollege, du kannst gerne in Ruhe sterben. Das ist mir egal. Eine Lampe ist umgekippt. Das passiert natürlich mal. So, was haben wir hier denn alles für Türen? Da geht's zur Toilette. Ah, hier haben wir... Ah, wir haben hier ein Safe. Oh. Ja, fangen wir mal ganz oben an, würde ich sagen. City of Los Angeles. Oh, lesen wir mal durch. Stadt Los Angeles Polizeibehörde. Oh. Polizeiliche Einschätzungsbericht zu Dr. Harlan Fontaine. Oh. Zu unserem guten Doktor. Dr. Harlan J. Fontaine ist in der Lieferung und dem Verkauf von Betäubungsmitteln
im Großraum L.A. beteiligt. Während seiner Tätigkeit als Klinikpsychiater hat er große Mengen geschmuggeltes Morphium an Drogenhändler und Abhängige ausgegeben, alles unter dem Deckmantel verschriebener Medikamente. Für seine, in Anführungsstrichen, Patienten. Zwischen dem 18. Juli und dem 3. September 1947 haben 22 unterschiedliche verdächtige Personen, die wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln verhaftet wurden, angegeben, dass die Drogen Medikamente seien, die ihnen verschrieben wurden, um die Symptome diverser psychischer Krankheiten zu behandeln. Einige von ihnen zeigen Dokumente, die die Behauptungen belegen sollten. Die Verhaftungen von 4 verschiedenen Abteilungen ausgeführt wurden, Central, Hollywood, University und Highland Park, konnten die verantwortlichen Officers kein Muster erkennen und es wurden keine weiteren Maßnahmen eingeleitet. Ja, stöhn mal nicht so im Hintergrund, es ist doch gut. Alles wird gut, brauchst nicht so stöhnen, Kollege. Am 7. September 1947 wurde nach langem Vorher ein gewisser Doc Fontaine von Reginald Barsley als Partner aufgeschrieben, siehe vorher bla bla bla. Barsley gab an, dass Fontaine der Verkäufer in einem Deal mit Forster, Klammern Festnamen noch ausstehend, war. Forster ist im Sittenetzernal des LAPD als Kurier für Meyer Harris Cohen bekannt. Okay. Am 29. August und dem 6. September und dem 12. September besuchte Fontaine einen Herrenausstatter auf dem Sunset Boulevard, der bekannterweise im Besitz von Meyer Harris Cohen ist. Von allen 3 Besuchen befand sich Dr. Fontaine für mehr als eine Stunde in dem Laden. 2 Tage nach seinem letzten Besuch am 14. September wurde eine Lieferung mit einem Straßenwert von $4,000 in einem Haus in Brentwood zu einem Lagerhaus in East Downtown gebracht, wo sie anschließend verschwand. Nach Ansicht dieses Officers spielte Dr. Harold Fontaine eine bedeutende Rolle bei der Lieferung und dem Verkauf von Betäubungsmitteln in Los Angeles und pflegte enge Verbindungen zur organisierten Kriminalität. Ich empfehle, dass er überwacht wird, bis eine umfassende Akte zusammengestellt werden kann. Hochachtungsvoll, Roy Earl, Sittendezernat. Der gute Roy. Also der gute Roy hat das also festgestellt. Smart. Keep the dirt on Fontaine under lock and key. This is your insurance. Okay, ich komme noch nicht ganz mit. Du hast da anscheinend mehr geblickt als ich. So, Geld. Suburban Redevelopment Fund. Hiermit wird bestätigt, dass Lea, der Inhaber von Lea, Aktienanteil mit einem Nennwert von $100 aus einem voll eingezahlten steuerfreien Aktienkapital der Suburban Wohnbauförderungsgesellschaft ist. I'm guessing Benson's portfolio is only a fraction the size of yours, Monroe. Das kann sein. Das kann ich mir gut vorstellen. So, haben wir da hinten noch Geld. Ich glaube, das Geld ist ihm aber relativ egal. Also, was haben wir hier drin? Name, Betrag, Datum. Roy Earl. That's a hell of a payroll. Das ist also die Schmiergeldliste. Oh. Und Roy Earl kommt ja relativ häufig drauf vor. Wen haben wir denn? Roy Earl, Borrell, Sandler, Kohlmeier, Bromblet, Harley Summer, Ted Rossi, O'Malley, aber Roy Earl ist da relativ häufig drauf. Okay. Immer dieser, das ist im Sittendezernat. Komm ich an das Geld? Nö, das Geld ist mir egal. It can't be stopped, Kelso. There's too much money at stake. Kingdoms rise and kingdoms fall, Monroe. Ask the Emperor of Japan. Have some fucking mercy! Operator, put me through to Phelps, arson squad. Yeah, Biggs, it's Jack. I'm at Monroe's. He's in a talkative mood. If you get here in a hurry, you might get something before he bleeds to death. Elsa. Oh, thank God. Where? Fontaine. Dead? Former patient. So that crazy son of a bitch finally came back for a checkup. It's Monroe. He's raving. You want information, cocksucker? You get me some medical help. I've got to go, Herschel. Monroe's negotiating again. Do you want my final offer, Leland? Tell me how I find the guy who has Elsa. Not Casey. He did whatever Fontaine asked.
He had some kind of power over him. He did all the fires and then he went off the rails. I don't have a fucking name! He worked as a bug sprayer. Get me a goddamn doctor! Son of a whore! Get me a goddamn doctor! Ja, und holt sich einfach selber einen Arzt. Dann bekommt's auch selber hin. Wo ist das Problem an der Sache? Verstehe ich nicht. Wo liegt denn sein Problem? Huch, wir sind schon fertig. Ausgezeichnet, die Suburban Wohnbauförderungsgesellschaft wurde demontiert. Auf die altmodische Art. Immer weiter hier, so. Kommen wir mal gleich in den nächsten Fall. Es hat auch mal was Tolles. Nicholson-Galvanisierung. Oh, Galvanisierung ist irgendwas Chemisches. Das ist toll. Wir Chemiker. There's a statewide APB out on him. Jack's okay. He has something up his sleeve. He's not worried about being caught. How do we help? We go after the other side of the equation. Jack has a lesion and its cronies running scared. We go after the doctor and some of the other guys. But the whole department breathing down our necks. It's time for action, Herschel. It's time for change. Jack's crossed the Rubicon and we have to be on the other side ready to help him. Christ, what was that? Explosion. Something big. You think it's the Reds? You think those Rusky sons of bitches that dropped the H-bomb on us? Calm down, Herschel. We need to be ready for the call. I'm not waiting for an invitation. Get in the car and head for the cloud. KGPL can give us the details on the way. Okay, da fahren wir am besten einfach dahin. Das sieht aber echt böse aus. Es gibt gerade ein... Das sieht gerade echt böse aus. Ja, aber haben die eine... Was haben die da abgeworfen? Ist das... Ist das eine Atombombe oder was war denn das hier? Also so wie das hier alles aussieht. Around the corner. Cuff them or put them down. We need to get this area under control. You don't shoot at cops, you little prick. Get that bastard, Cole. Now ain't the time to be looking for a profit, asshole. So oder so, ich glaube, so hätten wir es machen sollen. Haben wir auch geschafft. Okay. Ging ein bisschen schneller. Let's go. Jesus. I never seen nothing like this. I wish I could say the same. It's like a bomb's gone off. Jesus Christ. Hilfe. Poor people. We gotta find out what went down. Was ist das hier? Was hat das mit Galvanisierung zu tun? Ich verstehe es nicht. Wow. Wir sehen echt aus wie so ein Endzeit-Szenario hier. Oh! Ja, die haben uns angeschossen. What in God's name happened here? It wasn't nuclear. If it was, we'd all be dead from the radiation. That's reassuring. What's radiation? Everyone inside the factory was vaporized. Look at the size of that crater. What's going on over there? The mayor is going on television, appealing for calm. Television? Who can afford one of those things? Anything to go on? You're looking at the remains of Nicholson electroplating. I have an idea of what might have caused the explosion, but I'm only guessing. Have a look around the rubble, see if you come up with anything. Die Überreste einer Galvanisierungsanlage. Das ist ja eigentlich Galvanisierung. World's turned upside down, Cole. Then it's time for us to do our jobs. Ist ja eigentlich die Anlage, mit der du Sachen mit Metall überziehst. Also eine Atombombe war es anscheinend nicht. Oh, hat's Blick mit Bim gemacht. Hey, Bro. Brother. Okay, ich bin leider kein Mediziner. So. Laufen wir mal ganz vorsichtig darum. Und such mal nach Zeug. Boah, sieht das böse aus hier. Da kommen wir nicht hoch. Okay.
Es sieht ja echt aus, als hätten wir jetzt hier... Boah. Ach, da kommen wir doch hoch. So, die Frage ist natürlich, wo wir bald Zeug finden werden. Habe ich gerade keinen Plan. So. Da anscheinend nicht. Wir gehen einfach ein bisschen durch die Gegend. So, warte mal. Geh mal runter hier. Cole! Geh mal weg hier. Advice? We should search around the edges of the crater. See what the blast tossed up. Geh mal weg da, Kollege. Dankeschön. Bitteschön. So, jetzt können wir einmal weiter hier. Ich hab gerade gedacht, sonst kommen wir gar nicht mehr raus hier. So. Hier anscheinend nicht mehr, oder? Hier wahrscheinlich nicht mehr. Okay, das heißt, wir suchen vielleicht mal eher im Radius des Kraters, auch wenn ich keine Ahnung habe, was wir suchen bzw. finden sollen. Vielleicht schauen wir mal da, wo die anderen Leute auch gucken. Die Ahnung haben vielleicht. We hosed it down, Detective. The rest is up to you and the tech guys. Okay, dann schauen wir mal hier weiter. Kollege, hast du was? Hier macht's Klimbim. Ein Bunsenbrenner. Also ein Bunsenbrenner kann auch ganz böse Bumm machen, Leute. Ja. Oder halt auch nicht. Wir suchen einfach mal so radiusmäßig von außen in immer kleineren Kreisen. Hier ist nix. Ich bin nicht gut für Brandermittlung, Leute. Aber ich finde es toll, dass wir wieder Cole sind. So. That's it, Mr. Mayor. We're wrapped. Well, good. Thank you very much, son. I think it went okay. Couple of hiccups, sir, but that's to be expected. Nobody's ever done this before. Get better with practice. That maybe goes for me too, son. Warum kommen wir denn irgendwo rüber, als alles Trümmer sind? Okay, geh mal weg da, Kollege. Mr. Mayor, you came across as, very resolute. Ich habe aber keine Ahnung, wo wir hier zu suchen haben oder was wir zu suchen haben. Laufen wir hier durch. Da liegt ein Schuh. Da liegt ein Schuh. Ja, das kann sein, wenn du hier in den Trümmern rum... Autsch. Und jetzt? Anscheinend nicht. Okay, laufen wir mal weiter. Ist okay, das juckt uns anscheinend irgendwie alles nicht großartig. Hey, Detective! I think I got something here. Okay. Was haben wir hier? Any idea what this is? A very large egg cup? A Viking helmet? How would I? Looks to me like some kind of machine component. An airplane part, maybe. Flugzeugteile. Okay, dann suchen wir mal weiter. So. Noch ein Schuh. Ich glaube, das ist aber auch wieder egal. Ich denke mal, also glaube ich mal. Ja. Glaube ich dir gerne. So. Hier ist auch nichts. Ich hoffe einfach mal, dass das Spiel uns weitere Tipps gibt. Da hätten vielleicht. Nein. Wahrscheinlich nicht. Fundamentals of Surface Fishing. Nein, wahrscheinlich nicht. Okay. So, da haben wir ein explodiertes Fass. Welche weiteren Hinweise finden wir? Ich habe gerade gar keine Ahnung. Hier vielleicht, Kollege? Da vielleicht? Nö. Ich finde gerade nichts. Das ist echt schlimm. Lauf einfach mal weiter. Ich schaffe immer am rechten Rand rum. So, irgendwann werden wir was finden. Irgendwann kommen wir mal irgendwo hin, wo wir was finden werden. Ein Teil eines Hemds. Phelps! I think I found something over here. Looks like all that's left. You can try the laundry tag. Wir gehen mal dahin zu dem Typ, der uns gerade gerufen hat. Wer hat uns gerufen? Wer hat uns denn gerufen? Du hier? What now? We should search around the edges of the crater. See what the Wer hat uns denn gerufen? Du da, Kollege? Wer hat uns gerufen? Ich habe keine Ahnung. Ich finde das gerade echt verwirrend.
Wird's nicht sein, oder? Du hast es nicht gerufen, oder? Nee, hast du nicht. Wer hat uns denn gerufen, um Himmels Willen? Der Wasser macht hier noch Klimbim. Was ist hier? Hallo? 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 Ich bin leicht verwirrt. Gut, ich würde sagen, für heute war es das erstmal. Hier noch irgendwas? Nee. Hä, ich bin gerade echt, ich komme da nicht hinter. Ah, da liegt was. I don't think so. Okay, dann würde ich sagen, suchen wir in der nächsten Folge weiter. Bis dann, macht's gut. Tschüss.